Hey Leute, der Gravel, willkommen zu einem neuen Angezockt, diesmal mit Nomad Survival. Das ist quasi der Gegenpart zu 20 Minutes Till Dawn. Kostet auch bloß 3 Euro oder so auf Steam. Und ist quasi auch so ein Überlebenscharakterentwicklungs-, wir werden mit Horden von Gegnern überrannt, Spiel. Man hat hier ziemlich viel Einstellungsmöglichkeiten. Beschwört drei Projektile, die mit verbesserten Rückstoßkraft eine beliebige Schiene auch existiert. Was hat der hier? Angriff in Blickrichtung. Ich nehme mal den Kreuzritter. Den kann man noch verschiedene Versionen von dem spielen. Fügt doppelten Schaden zu. Wir können uns aber nicht heilen. Der macht Schaden über Zeit. Das hier wie ein Necromancer. Das ist ja cool. So, und er hat einfach nur einen Würfel mehr. Nur ich nehme mal den Beschwörer. So, dann kann man hier auch einstellen. Also das UI ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann eine höhere Spielgeschwindigkeit machen, aber das haben wir, glaube ich, nicht freigeschalten. Wir könnten... ein anderes Level nehmen. Doppelter XP, wenn du verdoppelt, das bedeutet, dass du zweimal so viel ausschalten musst, kannst du keine Erfolge spielen. Ne, wir nehmen mal, also wir haben momentan zwei Maps, einmal den Trockensumpf und einmal die Kreuzwege. Wir nehmen mal die Standard-Map erstmal und jetzt kann man hier auch nochmal einstellen, was man, wie hart man es haben will quasi von den Gegnern. Sollen die mehr HP haben, sollen die mehr Schaden machen und so weiter. Und je nachdem, umso mehr Edelsteine bekommt man am Ende. Wir können ja mal machen, dass die 10% mehr Schaden machen. Und dass die 20% mehr Dings haben. Geschwindigkeit machen wir eher nicht. Spielgeschwindigkeit. Erweiterte Bosse. Also man kann hier super viel... super viel einstellen. Eben hat Modifikatoren. Wir probieren es einfach mal. Die Mucke ist richtig geil an dem Spiel. So, der schießt wieder von alleine. Ich muss nichts machen. Die Aura hier um mich rum, die macht auch Schaden. Und halt diese komischen Dinger, die von mir wegfliegen. So, ich mach mal ein wee bit leiser. So. Jetzt können wir hier wieder vier Sachen auswählen, die wir uns aussuchen können an Skills. Oder wir können auch nochmal würfeln, wollen wir aber nicht. So, das ist nutzlos. Wir könnten mehr LP machen, es heilt uns vollständig, bringt aber nichts. Wir machen erstmal Eiszapfen-Sperrfeuer. Hört sich doch interessant an. Und geht es in die Richtung, wo ich gucke, oder? Ne, in die Richtung, theoretisch, wo ich laufe. Okay. So, dann haben wir hier auch so ein Pet. Hier der Fox. Fuchs. Der sammelt Sachen für uns auch ein und schlägt auch die Gegner. So, Wellen, mächtige Energie fegen durch die Gegend und schaden Gegner. Oder wir werfen ein Schwert. Na komm, wir werfen mal ein Schwert. So, hier ist eins dieser Monster, das für uns kämpft, auch wenn es gerade nicht lange da geblieben ist. So, wir sammeln hier auch wieder diese Dinge ein. Rückstoß. Ich mach mal Passivfluch. 5% Chance, dass Gegner... dass getötete Gegner beim Tod explodieren. Das könnte dann für später interessant werden. Ja, wir sehen schon, wir kriegen ja ganz schön viel Level. Mehr Eiszapfen und der Schaden geht hoch. Oder wir machen erstmal Blitzschlag. Ein zufälliger Gegner kriegt einfach einen Blitz auf den Kopf. Da war er. So, hier gibt es auch verschiedene farbige... Runen, sage ich mal, die geben verschiedenen XP.
Je farbiger, je dunkler, umso besser. Beschwört eine rotierende Kugel, die sich ständig nach innen und außen bewegt. Ich nehme mal HP-Generation. Nee. Ich nehme mal das Irrwisch. So, hier sind auch wieder ein paar Summons, die für uns kämpfen. So, stärkere Gegner lassen in den meisten Fällen auch besseren Loot fallen. So, hier haben wir das erste Mal kritische Trefferchance oder mehr Erfahrung. Todesstich, krass. Ey, wir nehmen mal mehr Erfahrung. So, natürlich nerven jetzt die Dinger wieder, weil ich denke, das sind Monster. Die versuchen es schon, dass man hier sieht, so eine blaue Umrandung, das sind unsere. Das sind Freunde quasi. Das hier ist das Irrwisch. So, feuere mehrere Projektile in Richtung des nahesten Gegners. Mehr Blitzeinschläge oder einfach passiv mehr Schaden. Ich denke, wir versuchen mal so viel wie möglich an Waffen zu kriegen, bevor wir den Schaden passiv erhöhen, weil je mehr wir abfeuern, umso mehr Schaden machen wir dann auch. Oh. Okay, jetzt ist hier ein bisschen voller. Und noch mehr Erfahrung. Schränkt die Bewegung als zu den Gegners ein. Fähigkeitengröße. Werfe ein Projektil, wenn du den Gegner welches in zufällige Richtung abprallt. Der tanzende Dolch. Ich nehme mal nochmal den Erfahrungsboost. Ja, das ist die Bombe eben gewesen. So. Bewegungsgeschwindigkeit, ja. Alle prozentualen Boost werden relativ gestapelt. Okay. So, Rückstoß, nee. Wir machen mal hier noch einen höllischen Strahl. Das ist auch noch eine andere Waffe. Die bewegt sich, glaube ich, immer einfach so um uns rum und ploppt dann halt irgendwann einfach auf. Also man hat nicht so unbedingt viel Einfluss, wo der gerade ist. Menge. Nächstes Level gewährt einen Mengenbonus. Ne? Mehr Raketen. Und hier ist noch eine andere Waffe, die Energiewelle. Ich zeige jetzt einfach mal so viele möglichen Skills wie möglich hier. Das ist die Energiewelle. Die einfach mal so vorbeifliegt und Hallo sagt. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen mehr comicartig. Wie gesagt, das Pet hier ist auch lustig, wie es immer durch die Gegend rennt. So, jetzt werden die Gegner langsam stärker. Ich glaube, hier erscheinen auch irgendwann Truhen, die man einsammeln kann. Erhöht gelegentlich deine Werte für einen Zeitraum. Nee. Einsammelreichweite. Oh ja. Da bin ich ein großer Fan von. Ein bisschen nervt ist, das Spiel geht nicht in Vollbildmodus. Keine Ahnung warum. Deswegen muss ich jetzt hier gerade eine Bildschirmaufnahme machen, anders geht's nicht. Ich kann auch sein, dass ihr deswegen so ein paar Ränder seht oder so. Es geht nicht anders leider. So, Einsammelreichweite. Ja, wir nehmen jetzt einfach mehr Schaden. Damit boosten wir alle Sachen. So,
So, hier kann man auch nebenbei Geld einsammeln, also hier Gold. Damit kann man dann quasi roguelike seine Fähigkeiten verbessern. Um halt auch so stärker zu werden. Nehmen wir mal Crit. So, wie gesagt, die hier sind mehr wert von Erfahrung her. Als diese normalen blauen. Ach, hier Vasen gibt es auch. Die hinterlassen Leben. Nice. Mehr Leben, nee. Kettenlichtschock, der ist cool. Fügt ein Gegner Schaden zu, verkettet sich danach mit zwei weiteren. Oh, brutzelt sie nieder. So, gehen wir einfach mal hier ein bisschen lang. Ah ja, hier ist jetzt eine Truhe erschienen. Wurde auch hier schön angezeigt auf der Map. So, Ziel ist, glaube ich, wir müssen hier eine halbe Stunde durchhalten. Das ist schon heftig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Map schon geschafft habe, ehrlich gesagt. Ein bisschen länger her. So. Um die Truhe zu öffnen, müssen wir Schaden machen. An der Truhe selbst. Das heißt, es kann eine ganz schöne Weile dauern. Da ist sie. Die ist quasi hier von so einem Kristall eingeschlossen. Ich denke mal, indem wir einfach hier nebenbei, wir haben ja hier unsere Aura, die Schaden macht. Ich mag den Kettenblitz wirklich. Noch ein Abpraller und mehr Schaden. So, jetzt kommen natürlich irgendwann hier auch ein paar mehr Gegner. Trotzdem hier ab und zu die Erfahrung mal einsammeln. Ja, mehr Erfahrung. So, hier ist auch das Ende der Map. Also wir können hier nicht weiter. Wir sind quasi so ein bisschen auf so einem Plateau. Um uns rum ist überall Wasser. Schwöre einen massiven Kreis. Gegner, die im Bereich erleiden Schaden. Menge nicht modifizierbar. Mhm. Oder wir haben einen spektralen Bogen, der einfach so Pfeile schießt. Na komm. Hier 1000 verschiedene Waffen. Das ist natürlich jetzt nicht der ideale Bild, denke ich mal. Ne? Aber ich will hier versuchen, so viel wie möglich zu zeigen. So, da haben wir sie frei. Machen wir mal noch diesen Reinigungskreis. So, dann können wir sie einsammeln. Und wir kriegen eine Auswahl zwischen... Die Irrwische haben eine Rotationsgeschwindigkeit verdoppelt oder der höllische Strahl wird verdoppelt. Ich nehme mal die Irrwische. So, was haben wir hier? Sofort aufleveln. Du startest mit 0 für den nächsten Level. Erhalte 10 Würfel, das ist zum Rerollen. So, unsere AP herstellen brauchen wir nicht, wir sind voll. Dann machen wir einfach das, dass wir gleich ein Level abkriegen. Strahlt eine anhaltende Aura aus, die allen Gegnern bei Betreten Schaden zufügt. Die haben wir ja eigentlich schon. Bogenschießen haben wir jetzt einmal schon, aber ich nehme mal die Einsammelreichweite. So. Passive AP-Regeneration. Kann man das irgendwo sehen? Also hier unten sehen wir auch, was wir für Skills haben. Und hier irgendwo... Oh, wir haben Schaden bekommen. Oh. Da kam noch eine Truhe, das hatte ich auch nicht gehabt. Abklingzeit, immaterieller Umhang. Wir können auch neu würfeln. Wie viele Würfel haben wir denn? Steht das irgendwo?
22. Feuerball haben wir noch nicht. Grundschaden und Größe verdoppelt. Das müsste doch eigentlich für mich auch gelten. Ne, zählt nicht. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass das doppelt so groß ist, der Umfang hier. Müssen wir doch nochmal einmal das Ding einsammeln. Das macht noch nicht genug Schaden hier. Erhöht Lichtlinie der Werte, Anzahl an Kugeln. Ja, wir haben das einmal schon verbessert, das Irrwisch. Oh shit. Tja, irgendwann müssen ja mal mehr kommen, ne? Schön alle explodiert. So, mehr Verteidigung, Erlittener Schaden geht runter. Ich mach mal einmal wenigstens, dass wir uns heilen. Über Zeit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, ich mag Blitze. Blitze mag jeder. So, da war ein bisschen Leben. Oh, was haben wir hier? Ich glaube, da sterben alle. Ich glaube, ach genau, jetzt wird es auch noch dunkel. Ich kann also weniger sehen. Kritische Chance. Ich merke, es wird hier zu viel, dann können wir einfach alle töten. Hier sehen sie nichts. So, mehr Erfahrung. Oh, komm. Oh, hier ist ein Goldener. Hui. Noch ein Goldener. Nee, mehr Regeneration brauchen wir nicht. Kettenschock, Abklingzeit, das können wir noch nehmen. Das ist natürlich auch krass. Das passiert, wenn man ganz viel AP-Regeneration hat. Alter, wir haben keine Chance. Eine Truhe ist aufgetaucht. Oh, gleich hier oben. Nice. So. So, so, so. Jupp. Doch ein bisschen weiter weg. Schaden zufügen. Oh, Entschuldigung. So, zum Glück kommen noch nicht ganz so viele. Machen wir mal Eiszapfen.
So. Jetzt mal so ein bisschen random, wie viel die aushalten. Hier unsere Beschwörungen greifen auch an. So, nice. Feuerball haben wir noch nicht. Ich glaube, das ist das Schwert, was wir immer schießen. Na egal. Das hier ist gut. Beschwört eine Waffe, die unsere Spezialeffekte nachahmt. Muss ich mal kurz Pause machen, da habe ich echt einen Kloß im Hals gehabt. Hier kann man im Pausenmenü auch sehen, wie viel Werte man quasi schon so ein bisschen hochgebufft hat. Wie viel Rückstoß wir haben, wie viel Crit, Einsammelreichweite und so weiter. EP-Bonus, Münzenbonus. Natürlich können wir hier auch die Relikte ansehen, die wir eingesammelt haben, aber das ist erstmal unwichtig. Das Einzige, was ich an dem Spiel irgendwie ein bisschen schade finde, oder so, kommt mir das irgendwie so rüber, dass man nicht so das Gefühl hat, dass es hier so spezielle Builds gibt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe jetzt schon ein paar Runden gezockt und ich habe immer so ein bisschen kreuz und quer genommen, weil die Sachen ja komplett random immer kommen. Schnelles Erweitern, Zusammenziehen. Ich meine, man könnte auch ein bisschen mehr rollen wahrscheinlich. Aber bei 20 Minutes Till Dawn habe ich mehr das Gefühl, dass man da auch spezielle Wege gehen kann. So, mehr Grundschaden. Crit-Chance. Ne, wir machen mal die Blitze. Oh, hier ist ein goldenes. Die wollen wir auf jeden Fall immer einsammeln. Noch mehr Einsammelrechner oder hier einen tanzenden Dolch? Ach ne, wir machen mal, strahlt eine Aura aus. Ja, jetzt ist die Aura doch noch weiter um mich rum. Okay, das ist gut. So, jetzt wird es zum Glück langsam wieder heller. Kann man das hier sehen? 137%. Ja. So, hier müssen wir aufpassen, dass man nicht durch die Gegner wieder durchrennt. Passiv-Erweiterung. Größer heißt, wir werden größer. Das wollen wir eigentlich nichts. So. So, die werden jetzt immer größer hier und auch immer stärker. Wer hätte es gedacht? Wie gesagt, wir haben auch ein paar Modifikationen drin. Versuchen wir mal uns nicht umzingeln zu lassen. So, noch mehr Erfahrung oder die Energiewelle ist größer und macht mehr Schaden. Oh, hier ist ein etwas größerer Boss. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Ja, die Welle macht eigentlich gut Schaden, ne? Aber die ist halt komplett random. So, wir haben ihn gleich.
Angriffsrate verdoppelt und Schaden höher. Machen wir mal nochmal einfach so den Schaden erhöhen. Ja, hat schon eine gute Reichweite jetzt. So, tanzender Dolch könnten wir noch nehmen. Die Hälfte hätten wir. So, wieder eine Truhe ist erschienen. Die ist hier oben. Aber halt, erstmal machen wir das noch ein. Oh, hier ist ein roter. Geht ein Schaden, Grundschaden plus 7. Es gibt auch hier, glaube ich, Sachen, wenn man bestimmte Skills zusammengeskillt hat, dann kriegt man irgend so einen Spezialskill. Nur wenn man quasi diese bestimmten Skills hat. Aber da, wie gesagt, da kenne ich, wie gesagt, die genauen Reihenfolgen nicht oder wie oder was man braucht. Versuchen wieder zu der Kiste zu kommen. Dann bleiben wir einfach mal hier kackfrech hier stehen. Nur um ein bisschen Erfahrung anzusammeln. Machen wir ruhig mal ein bisschen Verteidigung. Haben wir jetzt doch mal irgendwann erwischt. Nicht, dass wir hier so ein One-Hit sind oder so. Oh, hier. Tja, ihr braucht euch nicht wundern, ich sehe genauso wenig wie ihr. Oh ja. Fest 5 Schadensfunken um dich herum. Das will ich haben. Kritischer Schaden, Reinigungskreis, Dauer. Okay. Nochmal ein Abpraller. Haben wir hier schon. So sieht jetzt ganz gut aus. Mehr als die Hälfte haben wir. Fähigkeitsgröße, nur noch mehr Eiszapfen. Kleine Viecher hier, ey.
Dunkler Schleier nähert sich. Okay. Ich weiß, glaube ich, wie das wird. Nacht. Pflanzen da durch. Die ist noch größer und macht noch mehr Schaden. So, das ist jetzt ganz easy. Ich habe ganz wenig Schaden mal genommen, aber es ist jetzt eigentlich ganz gut. So, jetzt wird es wieder dunkel, okay. Machen wir mal das. Ich könnte ruhig mal ein bisschen mehr rerollen, glaube ich. So, wir kommen wieder zu einer Kiste. So. Ist mal auf der falschen Seite von der Map hier. Ah ja, da ist er. So. Oh, hier ist ein Gegner. Das war easy. Okay. Wir machen noch gut Schaden scheinbar. Ein dritter Satz von Orbs wird erstellt. 6 Abpraller von den Dolchen. Nochmal 2 Abpraller. Okay. Sehe ich die Dolche hier auch mal irgendwie? Nicht. Okay. Die hält ganz schön viel aus. Komischerweise. Das meine ich so manchmal so ein bisschen random. Oh, oh, oh. So, Fähigkeitsgröße. Das kann man mal machen. Sperrfeuer wird verdoppelt. Anzahl der Eiszapfen, da werden wir es schon verbessern. Ui. Die sind schön groß. Dafür müssen wir unseren Schaden erhöhen. Die halten doch ein bisschen zu viel aus hier alle. Oh.
sollten uns nicht umzingeln lassen. Oh, hier ist was Goldenes. Ey. Da ist auch was Goldenes. Und eine Drehgeschwindigkeit. Aber ein Herz, das ist gar nicht so bad. Eieieiei. Ich hoffe, die Nacht ist hier gleich vorbei. Ja, sieht gut aus. Ob die deswegen nur ein bisschen stärker sind in der Nacht oder so, aber oh shit. Megaschwein. Bewegungsgeschwindigkeit. Mach mal mehr Erfahrung. Lichtbogen. Wie? Das tut weh. Aber man muss ja wirklich ein bisschen mehr mit den Rerolls spielen, um auf sein Bild zu kommen. So, wir haben wieder. Oh, perfekt, hier ist er gleich hier. Abklingzeit, Grundschaden. Noch ein bisschen mehr Rückstoß machen. Ich komme nicht zur Truhe hin, ey. So, wie fahren wir noch? 4 Minuten. Ich versuche jetzt mal hier die verdammte Kiste zu kriegen. Oh, jetzt kommen hier Wölfe. Oh oh. Oh oh. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schaden. Na, wir halten sie in Schach. Ein bisschen Erfahrung einsammeln. Ja, die Größe. Ich brauche mehr Schaden. Ich bräuchte jetzt unbedingt diese 10% mehr Grundschaden. Oh shit. Hallo? Okay. Bringt alle Gegner zur Flucht. Wollen wir den mal machen? Vielleicht hauen sie dann erstmal. Ja, guck mal, die kommen dann ein bisschen ab. Ja, das war ja krass.
Das ist halt jetzt voller Abpraller. Wenn die explodieren, haben wir vielleicht auch noch mal eine Chance. Grundschaden, noch mehr Größe. Oh shit, da kommt schon wieder so ein Batzen von denen an. Schon die goldenen einsammeln. So, auf geht's rein da. Schön hier die Eiszapfen reinschießen. Spektralschwert. Effekt auf verwendete Waffen. Oh. Oh. 40% Größe und Grundschaden. Alter, ist das groß. Okay. Das stößt halt auch zurück. Das ist halt der Vorteil. Deswegen ist gar nicht so bad. Eine mächtige Kreatur nähert sich. Oh oh. Gucken, ob wir hier irgendwie noch schnell ein Level abkriegen. Ja, Abklingzeit, jawohl. Es gleich geschafft haben. Nur 5 Sekunden. Ich glaube, dann kommt erst die Kreatur. Kann das sein? Ah ja. Ah. Schießt auch immer mit so einem Scheiß. Okay, mit den Eiszapfen treffen ist ein bisschen schwierig, leider. Au. Das macht doch echt viel Schaden. Müssen wir unsere Aura arbeiten lassen hier. Shit. Komm schon. Oh Gott, wir haben es geschafft. Nice. Oh, ein paar Errungenschaften bekommen. Nice. Sieg für Jan, den Kreuzritter. Ja, unsere Top-Fähigkeiten war der Kettenschock oder Kettenlichtschock. Und unsere Glymphe. Glyphe, so rum. Ja, das ist auch blöd. Du bist in der ersten Generation beschwörer, du warst unaufhaltsam. Cool. Irgendwas freigeschalten. Siege den Gedankenschinder. Kriegen quasi noch eine Ebene jetzt, ne? Oh, kurz den. Ja, jetzt können wir hier unten in den zerstörten Dungeon. Wir könnten vorher nochmal die Kreuzwege machen, aber
Ja, das soll es erstmal gewesen sein fürs Game. Also ich werde noch mal ein paar Runden machen, aber das reicht jetzt erstmal. Ist wie gesagt wirklich ein kleines, nettes Game, kostet auch wieder nur 3 € oder so. Und ist halt so ein bisschen der Machart quasi wie 20 Minutes Till Dawn oder Vampire Survivor. Das war ja quasi das erste Game, was in die Richtung ging. Und dann ging ja der ganze Hype ja los. Ja, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da oder einen Daumen nach oben oder ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Runde wieder. Bis dann, bye bye.